Und weiter geht's mit Punch Club. So, in den letzten Folgen haben wir eine Menge Bandenkriege gemacht. Wir haben unsere Talente so weit erweitert, dass die Kraft nicht mehr unter 4 sinken kann, die Ausdauer nicht mehr unter 13. Wir gehen jetzt nur noch auf Geschick trainieren. Sind hier beim Weg des Tigers fast komplett ausgerüstet. Ja. Das hier können wir noch machen. Das ist ein passives Talent, sag ich mal. Was wir nicht in unsere Aktivitätenleiste reinmachen müssen. Müssen wir aber nicht, da wir eh keine Schläge machen. Ansonsten ist für uns nichts mehr interessant, was wir skillen können. Blocken tun wir eh nicht. Das einzige, was noch interessant wäre, wäre das hier. Jeder erlittene Treffer beschleunigt deine Energieregeneration. Dazu bräuchten wir, ach du Kacke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, also wieder 150. Gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann werden wir uns jetzt dem Gangfight widmen. 14, 12, 19. Ausweichen. Trommelschlag. Hohe Chance auf einen weiteren Schlag, wenn ausgewichen wird. Au, au, au. Alle Talente deines Gegners kosten 30% mehr Energie, wenn dieser Schlag trifft. Wir kriegen Schaden, wenn er ausweicht, genauso wie wir. Bei uns erlaubt die gegnerischen Treffern auszuweichen. Na gut. Harter Block. Blockst du den Schlag deines Gegners, erleidet er 20% des potenziellen Schadens. Das ist natürlich übel. Und er hat fast 400 Gesundheit. Das, boah, da müssen wir jetzt mal. Also von der Energie her sieht es bei uns sehr viel besser aus. Also er verbraucht eine Menge Energie, weil er eine Menge Stärke hat. Wow, 46er Schlag. Das ist geil. Das ist richtig geil. Heißt, wir müssen nur richtig ausweichen und seine Schläge, die kosten so viel, dass wir ohne Probleme hier die ganze Zeit schön zuschlagen können. Ja, ja, mach du nur. Mach du nur. Weiter, komm. Gleich liegt er. Oh, 19er gegen uns, weil er ausgewichen ist oder geblockt hat. Komm, sauber weiter. Nächste Runde liegt er. Und einer noch. Jawohl. Den haben wir auch gewonnen. $5000. Der letzte Gangsterboss in der Stadt wurde geschlagen. Wir haben es geschafft. Unsere Gang ist die stärkste in der Stadt und genießt den meisten Respekt. All unsere Feinde haben Angst vor uns, aber ich habe noch einen letzten gefährlichen Feind. Es ist Zeit, den Bruder zu treffen. Ich habe es geschafft. Jetzt muss ich nur noch mit Don über die Einladung reden. Schon erledigt. Ich habe ihn direkt nach dem Kampf getroffen. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Ziel erreicht. Der Ultimate Champion. Du bist Ultimate Champion. Das ist gut, danke. Fühlst dich nur noch einen Schritt von deiner Rache entfernt. Es ist ein wenig traurig, dass unser Vater uns nicht so sehen kann. Wenigstens kann ich das Haus besuchen, in dem wir unsere Kindheit verbracht haben. Du hast dich als großer Krieger erwiesen. Bist du bereit für die finale Herausforderung? Ich bring dir die Einladung. Ich nehme die Einladung an. Deine Einladung an.
Und wir steigen auf ein Schiff. Willkommen auf meiner Insel. Ziel erreicht, die Insel. Du hast es geschafft. Der Mann in Schwarz ist nicht mehr weit entfernt. Er steht nämlich direkt vor uns. Du hast bewiesen, dass du würdig bist, hier zu sein. Jetzt musst du nur noch beweisen, dass du auch wirklich der beste Kämpfer bist. Du wirst gegen meinen Champion Sub-273 antreten. Ich bin hier und ich bin bereit. Dann lass die Kämpfe beginnen. 3, 19, 7, naja. Flipkick, Roundhouse-Tritt, Halsabschneider, durchdringender Schlag, Gegenreaktion, Ninjutsu-Fan, demoralisieren, hartnäckig. Oh ja. Ich glaube nicht, dass er ein großes Problem wird. Na komm. Auf. Lächerlich schon. Komm, weiter, weiter, weiter. 9, 18, 30, 32, sehr schön. Ich würde sagen, die Runde liegt da. 9, komm. Auf, zutreten. 8, 9, 21. Komm. 25. Naja. So wenig zugetreten, dass es doch nicht in der Runde gereicht hat. Aber er ist jetzt down. Du gewinnst. Ich habe nie an dir gezweifelt. Du bist der wahre Champion. Ziel erreicht, Ninja-Schläger. Du hast einen mächtigen Ninja besiegt. All dies spielt keine Rolle. Du hast unseren Vater ermordet. Es ist Zeit für Rache. Lass mich ihn zuerst fragen, warum er es getan hat. Rache? Lass mich dir zuerst eine Geschichte erzählen. Es waren einmal zwei Brüder. Ihr Vater liebte sie beide sehr. Also gab er ihnen die Teile einer mächtigen Medaille. Die zwei Hälften der Medaille veränderten sich beide. Einer von ihnen wurde was, aber niemand bemerkte dies. Zuerst waren beide Brüder gleich stark. Die Zeit verging und es wurde offensichtlich, dass ein Bruder viel stärker wurde als der andere. Er verlor alle Güte in seinem Herzen. In der gleichen Nacht verlor er das letzte Stück seiner Menschlichkeit. Er tötete seinen Bruder und nahm die andere Hälfte der Medaille an sich. Die gesamte Stadt lag ihm zu Füßen und er zerstörte sie. Sein Vater und dessen Freunde arbeiteten zusammen, um ihn zu Fall zu bringen. Nach einem wilden Kampf gewannen sie. Doch der Vater verlor alles, seine Söhne, seine Freunde und seine Stadt. Nur die Medaille blieb ihm. Er entschied sich dazu, es zu zerstören, um alles in Ordnung zu bringen. Ich weiß, dass du mir nie zuhören wirst. Der Tod ist die einzige Option, die dir bleibt. Ich bin dein Vater. Ja. Damit ist Punch Club fertig. Game by Lazy Bear Games. Published by Tiny Build. Gesamte Zeit 218 Tage. To be continued. Das heißt, es wird einen zweiten Teil geben. Das ist sehr schön. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, das heißt dann, wir haben Punch Club beendet. In der Rolle des Gangsters diesmal und in der Folge morgen beziehungsweise in den Folgen ab morgen werde ich mich wieder dem anderen Charakter widmen, wo wir aus Russland zurückgekommen sind, und dann werden wir so gesehen die Rolle der guten Seite machen. Wir können hier noch mal kurz gucken, können wir hier irgendwas machen? Hier geht irgendwie gar nichts. Da, ups.
Also hier können wir gar nichts mehr machen. Nicht mal speichern und Ende. Scheint so, als wäre das Spiel abgestürzt. Gut, dann beenden wir hier die Aufnahme. Und ich freue mich schon, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei dem rechtschaffenen Weg, sag ich mal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.